Zuerst war ich total überrascht und begeistert, als diese Meldung kam, nämlich dass jetzt Evernote Spaces endlich in der Beta-Version freigeschaltet worden sind. Aber dann war ich irritiert, denn schau mal, wenn du dich im Desktop einloggst, also zumindest unter der Windows-Version, dann sind da nirgendwo Spaces. Im Web und unter Android, unter iOS vielleicht auch, das kann ich jetzt nicht prüfen, sind sie aber aufgetaucht. Also lass uns mal anschauen, was Spaces denn eigentlich sind und welches Problem die lösen. Dazu habe ich mich hier in meinen Evernote-Account eingeloggt und du siehst, auf der linken Seite sind jetzt die Arbeitsbereiche schon erschienen. Wenn ich da einmal draufklicke, dann erscheinen drei Arbeitsbereiche, die Evernote mir automatisch angelegt hat, sozusagen um einen Vorschlag zu erarbeiten, wie das denn aussehen könnte. Ich klicke mal einfach auf den ersten drauf und dann siehst du auch schon, was ein Arbeitsbereich ist. Ein Arbeitsbereich ist nämlich letztlich nichts anderes als eine Sammlung von Notizbüchern und einzelnen Notizen. Also, Evernote hat mir hier vorgeschlagen, na, du brauchst doch auf deiner Arbeit hier oben, brauchst du doch bestimmt Besprechungsnotizen und es gibt doch wahrscheinlich einen Einstellungsprozess und dann hast du doch bestimmt verschiedene Kunden und für jeden Kunden möchtest du doch bestimmt irgendwas anlegen, also für den Axel und für den Colin und so weiter. Ja, und dann gibt es nochmal so eine Top-Level-Notiz, Kundenbeziehungsmanagement. Hier oben gibt es die letzten Notizen, in denen ich gearbeitet habe und eine Pinnwand. Jetzt gehen wir mal am Beispiel hier in die Notiz Pool von Kandidaten. Das gehört hier zum Einstellungsprozess und schreiben hier mal etwas rein. Einfach mal irgendwas, damit es nicht leer ist. Kandidaten 2 und dann kommt dann immer irgendein Lorem Ipsum Test. Und wenn ich jetzt zurück in den Arbeitsbereich gehe, dann siehst du auch, dass hier die Notizen tatsächlich gefüllt werden. Außerdem könnte ich jetzt noch eine Notiz anheften. Sagen wir mal, ich will das Kundenbeziehungsmanagement anheften. Oh, okay, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die Notiz hier aufgespaltet wird oder aufgedröselt wird und ich dann hier auch die Inhalte schon sehen kann. Aber so ist es nicht. Ich kann jetzt eben wirklich hier nur einzelne Notizen anpinnen. Ja, jetzt pinnen wir mal noch eine fest. Nehmen wir mal noch hier, einem Axel gibt es noch gar nichts. Haben wir noch den Kandidat A. Gut, jetzt sind hier eben zwei Notizen angepinnt. Und ich denke, ich möchte jetzt schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Notizbücher zu gruppieren und Notizen anzupinnen, diese beiden Features gibt es schon, nämlich in den Notizbuchstapeln und in den anzupinnenden Notizen. Das Notizen anpinnen, das gibt es auch noch gar nicht so lange, das wurde dieses Jahr erst veröffentlicht. Bevor ich noch ein Beispiel für einen Space mache und dir dann am Ende des Videos noch eine Empfehlung gebe, wie du Spaces verwenden solltest, schauen wir uns doch jetzt mal an, was wir damit eigentlich gewinnen. Beim Notizen anpinnen gewinnen wir tatsächlich etwas, denn wir können im Einstellungsprozess separat Notizen anpinnen. Also ich lege hier mal noch gerade einen Kandidaten B an. Kandidat B. Und jetzt kann ich auch diese Notiz oben im Notizbuch anheften. Das wird jetzt hier durch diesen kleinen gelben Pin klar gemacht, dargestellt. Und du siehst, dass die anderen beiden im Notizbuch nicht angeheftet sind. Sie sind aber im Space angeheftet. Ja? Die Kundenbeziehung und der Kandidat A. Und jetzt könnte ich das natürlich über verschiedene Notizbücher machen. Also ich kann jetzt auch die Notizkontaktinformationen, die könnte ich jetzt auch im Space anpinnen. Sollen wir mal gerade gucken, ob das hier funktioniert. Nein, man kann es noch nicht im Space anpinnen. Das muss ich also dann tatsächlich hier oben drüber machen. Wo war es jetzt? Hier bei Colin die Kontaktinformationen. Fertig. Gut, jetzt habe ich also diese drei Notizen angepinnt, habe sie aber nicht in den Notizbüchern angepinnt und in den Notizbüchern kann ich separat anpinnen. Naja, ob das jetzt ein Bug oder ein Feature ist, darüber will ich mal nichts sagen. Manche Leute hätten sich vielleicht gewünscht, dass das synchronisiert wird, dass also, wenn ich etwas anpinne, ist es sowohl im Space als auch im Notizbuch angepinnt. Du müsstest das jetzt also zweimal machen, also eine wichtige Notiz im Notizbuch, die angepinnt wird, müsste auch separat im Space angepinnt werden. Es ist aber vielleicht hier oder da auch mal ganz nützlich, dass man das wirklich losgelöst voneinander anpinnen kann. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Notizbuchstapel an, denn mit den Notizbuchstapeln konkurriert dieses Feature ganz aktiv. Mal abgesehen davon, dass ich eine eigene Pinnwand habe und hier oben einen Überblick aller neuen Notizen, die irgendwo in einem dieser Notizbücher liegen, ist dieser untere Teil im Wesentlichen ein Stapel von Notizbüchern. Und Notizbuchstapel, die gibt es schon lange. Wenn du hier mal in meine Notizbuchliste schaust, dann ist es übrigens so, dass all diese neuen Notizbücher, das sind die, die Evernote automatisch für die Space-Demo angelegt hat. Die werde ich größtenteils wieder löschen.
aber meine Notizbuchstapel sind ja nach Para sortiert. Ich habe hier zum Beispiel unter drittens einen Stapel für die Ressourcen, die ich habe, also zum Beispiel hier Geschenke. Das war ja gerade das letzte Video, was ich über Weihnachten gemacht habe. Und hier ist also alle Hobby-Themen, die mich interessieren, die aber nicht zu einer Rolle oder einem Projekt gehören, die sind hier ja aufgeführt in einem Notizbuchstapel. Und ich könnte jetzt theoretisch auch einen Space für die Ressourcen anlegen. Sprechen wir gleich drüber, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Der wichtigste Unterschied ist aber, das Notizbuch hat Top-Level nicht allzu viele Möglichkeiten. Also wenn ich Top-Level auf das Notizbuch, auf den Stapel klicke, werden mir einfach alle 647 Notizen angezeigt, die in einem dieser Notizbücher drin sind. Ich habe aber darüber hinaus keine Features für den Stapel. So, und das ist kurzfristig eigentlich der größte Unterschied. Spaces und Notizbuchstapel sind vom Prinzip her ziemlich ähnlich. Eine Bündelung von Notizbüchern zu einem gemeinsamen Oberthema. Mit dem Unterschied, dass du in Spaces die letzten Notizen siehst, dass du in Spaces Notizen anpinnen kannst über die Notizbücher hinaus. Und es gibt noch einen zweiten Unterschied und der ist ganz klein und diffizil und das sind die Top-Level-Notizen. Ich kann nämlich keine Notiz in Ressourcen an sich legen. Das heißt, wenn ich diese Notiz jetzt verschieben will aus Selbstmanagement, was, wo ist es? Hier liegt, ne? Die kann ich nicht in Top-Level-Ressourcen schieben. Im Space geht das sehr wohl. Gehen wir mal zurück zum Space-Arbeit. Also diese Notiz, Kundenbeziehungsmanagement, die liegt jetzt wirklich im Space-Arbeit. Und damit wird der Space an sich zu einem zulässigen Notizbuch. Und wenn ich die Notiz jetzt verschieben will, dann werden mir sowohl alle einzelnen Notizbücher angezeigt, keine Stapel, nur die Notizbücher und die Spaces. Und ich kann es jetzt natürlich auch im Space in ein Unternotizbuch schieben, aber eben auch in den Space an sich. Und das sorgt dafür, dass du hier kein Sonstiges brauchst. Denn alles, was Sonstiges ist, kann direkt im Space liegen. Allerdings gebe ich zu beachten, dass wenn du dann das Sonstige ausnutzt und hier viele Einzelnotizen reinlegst, das können wir ja mal gerade machen, mal eine Notiz Fu und eine Notiz Bar. Die Informatiker wissen, warum ich die so nenne. Und eine Notiz Fubar. Und ich gehe jetzt in Arbeit zurück. Dann guck mal, dann wird es hier relativ voll mit Einzelnotizen, was dann die Navigation zu den Notizbüchern etwas schwieriger macht. Das kannst du aber hier über die Sortierung ändern, dass du es nach Typ gruppierst, dass also dann erst die Notizbücher oben erscheinen und die Einzelnotizen, also die in kein Unternotizbuch passen, die kannst du jetzt da rein sortieren. Okay, also zugegeben. Bis jetzt ist es so, dass Spaces eigentlich zwei kleine Features dazu bringen, nämlich das Anpinnen von Notizen im Space und die Notizen, die im Space an sich liegen. Und damit brauchst du kein sonstiges Notizbuch mehr. Deswegen habe ich mir zuerst die Frage gestellt, hätte Evernote nicht besser ein Feature-Update für die Notizbuchstapel rausgebracht? Hätte man nicht besser eine schöne Ansicht für Notizbücher reingebracht? Entschuldigung, für Notizbuchstapel reingebracht? Und hätte denen diese beiden Features gegeben, nämlich Anpinnen und Top-Level-Notizen im Notizbuchstapel. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich, gerade für Leute, die Para machen, eine großartige neue Nachricht ist. Denn, schau nochmal hier auf meine Notizbuchstapel. Ich wette, dass bei 9 von 10 Leuten, die Notizbuchstapel benutzen, die Stapel nach Lebensbereichen sortiert sind und nicht nach der Para-Methode. Und tatsächlich ist es jetzt so, wenn ich jetzt hier meine Areas aufklappe, dann sind hier einige Areas drin, die zu verschiedenen Nebenjobs oder Hauptjobs von mir gehören oder generell zu verschiedenen Lebensbereichen. Die sind jetzt hier alphabetisch sortiert. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mir die Areas parallel anlegen. Und das ist momentan meine Best Practice für Arbeitsbereiche. Also diesen Arbeitsbereich Arbeit und Schule und Zuhause, also zumindest die Schule, die werde ich jetzt killen, diesen Space. Den Arbeitsbereich Zuhause, den werde ich erstmal lassen. Das sind jetzt einige Notizbücher, die ich nicht brauche. Also zum Beispiel Aufgaben zu Hause und persönliche Pläne, die brauche ich nicht. Die hat Evernote angelegt. Aber das Notizbuch Haus und Garten, ja, die werde ich behalten. Oder das werde ich jetzt in diesen Space verschieben und werde auch andere Notizbücher hier reinschieben. Dazu gleich noch ein Tipp. Und jetzt habe ich mir den eigenen Space Content Creator angelegt. Übrigens, ich klicke jetzt da nicht drauf. Wenn du da drauf klickst, das ist super einfach.
und habe hier sowohl die Podcast-Folgen, die YouTube-Videos, als auch die Podcast-Folgen oder YouTube-Videos, die gerade erst im Fortschritt sind, die habe ich hier angelegt. Das heißt, die Arbeitsbereiche, die Spaces, das können jetzt wirklich deine Lebensbereiche werden, während du in den Notizbuchstapeln weiterhin mit der Para-Methode arbeiten kannst. Und das ist wirklich etwas, was ich sagen würde, das dürfen wir nicht unterschätzen. Denn die große Stärke von Evernote bei Notizen war es, dass ich Notizen in Notizbücher sortieren konnte und ich konnte eine parallele Sortierung nach Schlagwörtern, nach Tags vornehmen, nach Etiketten. Ich weiß gar nicht, wie es, mal gerade gucken, wie es auf Deutsch heißt. Moment. Schlagwörter. Also, ich habe für Notizen zwei Sortierebene. Notizbücher und Tags. Darüber mache ich vielleicht auch mal ein eigenes Video, wie man diese beiden Sortiermöglichkeiten souverän miteinander kombiniert. Und jetzt plötzlich können wir Notizbücher nach Spaces und nach Notizbuchstapeln sortieren. Und nochmal meine Empfehlung ist, benutzt die Spaces für die Lebensbereiche und benutzt die Notizbuchstapel. Und mein Gott, jedes Mal ein Cent, wenn ich Notizbuchstapel sagen wollte und Notizbuch gesagt habe. Benutzt die Notizbuchstapel für die Para-Methode. So, und jetzt noch eine Sache, die wir uns mal in der Notizbuchübersicht anschauen. Wenn ich nämlich jetzt Top-Level hier auf die Notizbücher klicke, dann siehst du alle Notizbücher, die du hast und in welchem Arbeitsbereich die liegen. Das ist nämlich jetzt die Besonderheit. Ein Notizbuch kann nur in einem Arbeitsbereich liegen. Und jetzt siehst du, oder sehe ich, dass die täglichen Notizen, darüber habe ich auch mal ein eigenes Video gemacht, dass die täglichen Notizen, die sind noch in keinem Space angelegt. Und, jetzt muss man ehrlich sagen, die meisten Notizbücher, die hier liegen, das sind die, die Evernote automatisch angelegt hat bei meinem Test. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf meine Ressourcen klicke, dann liegt davon kein einziges in irgendeinem Arbeitsbereich. Ich könnte jetzt aber die Projekte, die könnte ich jetzt plötzlich einem Arbeitsbereich zuordnen. Und das ging vorher eben nicht. So, und damit werden jetzt alle glücklich. Du kannst nämlich klassisch, wie du deine Firma strukturierst oder dein Leben strukturierst, nach Bereichen, das kannst du jetzt in den Spaces abbilden und kannst trotzdem nach der Para-Methode arbeiten, wenn du die Notizbuchstapel benutzt. Ja, ich finde, das ist ein großartiges Feature. Also ich sehe es jetzt mittlerweile nicht als verpasstes Feature-Update von den Notizbuchstapeln, sondern es wird eine zusätzliche Komplexitätsebene aufgemacht und Leute, die das zum ersten Mal benutzen, werden sich die Frage stellen, ja, soll ich jetzt einen Space benutzen oder soll ich den Stapel benutzen? Ich hoffe einfach, dass Evernote die Notizbuchstapel auch weiterhin drin lässt, sie nicht abschafft. Das wäre echt mies, wenn sie das tun. Jetzt erstmal ein großes Lob an Evernote dafür, dass die Spaces eingeführt worden sind. Jetzt bringt sie bitte aber auch möglichst bald in den Desktop. Ich will nicht immer über den Webclient reingehen müssen. Und repariert den Basismodus. Jetzt interessiert mich, wirst du Spaces benutzen? Hast du Spaces schon eingeführt? Was benutzt du momentan für Strukturierungsmöglichkeiten in Evernote? Und dann, heute ist der 23., würde ich mal sagen, hab frohe Weihnachten, komm gut ins neue Jahr und dann starten wir organisiert mit der Para-Methode, mit dem Remarkable, mit Inbox Zero, mit allem, was dich interessiert. Das war, glaube ich, das letzte Video in diesem Jahr. Nein, es kommt noch eine Silvesterfolge am 29. oder sowas. Gut, also das war das vorletzte Video in diesem Jahr. Lange geredet, hab einen schönen Tag.